Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Kosmotier und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge, gegebenenfalls auch finalen Folge, das weiß ich noch nicht. Wir müssen über einiges reden heute und ihr stellt schon ganz wahrscheinlich direkt fest, okay, hier hat sich ein bisschen was getan. Der Sans, der hat nochmal an seinem Cube geschraubt und ich habe mich am Anfang immer gefragt, warum bauen die Leute solche Dinger? Und der simple Grund ist, dass man einfach, ne, ihr seht, das Ding ist ausgelastet. Bis von vorne bis hinten, wir haben hier wirklich das Grid komplett und vielleicht ein paar kleine Ecken. Aber es ist halt alles voll, ne? Klar kann man hier und da vielleicht noch ein bisschen was reinsetzen, hier zum Beispiel oder so. Aber wenn ich ein schnelles Schiff haben will, dann komme ich eigentlich nicht wirklich drumrum. Ne, man kann mit anderen Formen arbeiten und ich hatte auch überlegt, mal so einen diagonalen Entwurf zu machen oder so. Ist dann nun alles nicht geworden. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt vorerst in der Early Access Version das Ziel erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und zwar ein endgame-fähiges Schiff zu bauen. Und das ist da, ne, ihr seht's. Es hat sich jetzt eben noch mal ein bisschen verändert. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie der Stand vom letzten Video war. Aber auf jeden Fall haben wir ganz, ganz viel in den Triebwerken dazu geschraubt, dass wir einfach wesentlich wendiger sind. Und mit wendiger meine ich nicht nur vorwärts und rückwärts, sondern auch seitwärts. Das werden wir merken. Wir werden heute noch ein paar Schiffe bekämpfen und gucken, dass wir ein paar von den High-Level-Schiffen finden. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir hier in dem Bereich schon alles am Start hatten. Ich habe jetzt hier Raketen, Minenwerfer für EMP und natürlich auch für Nukes. Und da haben wir ein bisschen was am Start. Ihr seht, hier sind ein paar Nukes noch drin. Die liegen auch zum Teil im Lager. Ich habe hier teilweise noch Uran gefarmt, dass wir heute einfach schön durchziehen können. Und ja, der Rest ist halt einfach, wie er jetzt gerade ist. Das passt schon. Wir haben auf jeden Fall auch volle Crew. Ihr seht, hier steht jetzt empfohlen 1273. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, ne, kann man sich drüber streiten. Ich habe in jedem Fall meine Crew überall zugewiesen. Ne, ihr seht das, da ist überall, geht Crew hier und dahin. Also das sollte eigentlich passen. Mir ist jetzt auch im Kampf nichts wirklich aufgefallen. Man könnte das sicherlich min-maxen, aber ich sage mir, passt schon. Ansonsten stellt ihr fest, wir haben 7,4 Millionen Credits und wir haben 10.000 Ruhm. Das ist das absolute Maximum, was momentan erreichbar ist. Und ja, wir könnten natürlich mehr Crew anheuern, wenn wir mehr Seelen bräuchten. Aber das brauchen wir nicht. Das Ding ist voll, von daher passt das schon. Ich glaube, selbst unser zweites Schiff, die Sunny MK, die ist... Ah, die müsste mal repariert werden, sehe ich gerade. Aber selbst die hat eine Besatzung... Ja, 114, 110 Betten. Also selbst die ist aktuell voll. Und die müssen wir bloß mal kurz wieder zusammenschrauben. Ich muss mal gucken, hier kam ein Patch zwischendrin. Mich würde mal kurz interessieren, wie das hier aussieht im Thema... Können wir vielleicht... Nee, Uran gibt es nichts zu kaufen. Es ist halt, hat sich nicht viel verändert. Wir können auch hier nichts weiter kaufen. Ich kann natürlich Teile verkaufen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen das alles so schön belassen, wie das ist, denn, ja, ihr seht das, ne, mit den Diamanten und so, das ist schon gut, wenn man sein Schiff mal reparieren muss. Okay, Galaxieansicht, das ist vielleicht nochmal spannend. Ihr seht 16 bis 18, es gibt nichts, was höher ist. Das heißt, wir sind jetzt schon in den letzten Systemen und hier habe ich auch schon ein klein bisschen was gemacht. Ne, ihr kennt das hier unten auf der Seite, ist schon ganz gut was weg. Wir können uns aber hier oben noch mal ein bisschen umschauen. Ihr wollt ja das Schiffchen heute im Einsatz sehen. Und ich kann euch sagen, also anders, wir müssen vermutlich ein bisschen probieren, denn ich kann nicht 100% sagen, dass wir jedes Schiffchen auf Anhieb besiegen können. Denn ich bin in der Lage mit dem Schiff, ich habe schon alle möglichen Schiffe besiegt, aber ich habe noch nicht alle gefunden. Es gibt zum Beispiel noch so ein Nuke-Schiff. Das ist wohl ziemlich evil. Und mit dem habe ich mich noch nicht angelegt, weil ich es einfach nicht gefunden habe. Aber ansonsten gab es ein paar Schiffe, die sind krass, aber besiegbar. Ne? Und das ist so mein Ziel. Ne? 10.000 Ruhm ist schick, hier mit einem Schiff rumzugondeln. Und es gibt einen Punkt, der den Spielspaß ein bisschen dämpft. Und das werdet ihr merken, das ist die Performance. Vor allem, wenn wir anfangen, dann Schiffe auseinanderzunehmen, die wir besiegt haben. Deswegen, ich bin mal gespannt. Erstmal tatsächlich wieder reinfitzen mich ein bisschen. Wie war das noch gleich? Genau, SDRGE. Was heißt, spielt man mal 2-3 Tage nicht und dann ist man gleich schon wieder raus. Okay, hier sind einige Schiffe am Start. Ich bin gespannt, was das wird. Wir haben natürlich eine relativ gute Range
Oh, da kommt wirklich einiges auf uns zugeflattert. So, ich mach gleich mal ein bisschen. Ich glaube, das ist natürlich alles bloß Kleinkram, ne? Den hier können wir vermutlich. Oh, da können wir vermutlich einfach hier durch die Reaktorkerne durchschroten. So, da machen die Wagern übrigen. Machen ihr Übriges da. Okay, das ist ein Guardian Level 15, Walkire. Hier denke ich, kommen wir auch ganz gut durch. Mal gucken, was das hier für eine Range ist, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, das Schöne ist bei dem Ding, es gibt nicht viele Schiffe, die hinterherkommen, weil wir rückwärts auch recht schnell fliegen. Ne, das klappt richtig, richtig gut. Jetzt haben wir einmal da durchgeschossen. Den Kingfisher. Mal, wo hier die erledigt. Naja, also man muss natürlich trotzdem versuchen, taktisch zu bleiben. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein ziemlich overpoweredes Schiff haben, ist es so, dass wir mit dem Ding natürlich trotzdem verwundbar sind. Ne? Vor allem auch auf der Rückseite und alles. Das ist, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, bei dem hier ist es zum Beispiel so, da wäre es ganz geil. Muss mal gucken, hier sind natürlich noch ein paar andere Schiffe. Ich lasse den erstmal da ein bisschen dran rumrödeln. Der soll erstmal hier ein bisschen durchballern und gucken, wie sich die anderen Schiffe verhalten, ob die uns jetzt sehr viel nahe kommen. Nur hier schlagen jetzt erstmal die MPs ein, die machen natürlich auch ein bisschen Damage. Bei dem ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich sagen würde, genau, die anderen sind weg, da kommt noch ein kleiner. Wir gehen jetzt hier von der Seite ran. Und dann können wir probieren. Seht ihr das jetzt? Schrotet der nämlich ganz gut hier rum. Ich drehe den auch gleich noch ein bisschen mehr. Und jetzt ist halt der ganz entscheidende Vorteil von unserem Schiff mit den ganzen Seitenturbinen. Sind wir halt echt flott unterwegs. Jetzt glaube ich auch wieder ein bisschen zurückdrehen. So, schon erledigt das Thema. So, jetzt muss man uns gleich wieder zurückdrehen. Ja, ihr seht, der Damage ist halt einfach krass. Ne? Also da sind wir halt richtig, richtig gut dabei. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel machen. Da kümmert sich der Kollege schon recht sauber drum. Aber das sind auch alles keine großen Herausforderungen, die Schiffe hier. Also das ist alles Kindergeburtstag. Mal eigentlich auch nicht weit weggehen. Ist mal wieder einer ausgestiegen. Also das ist echt, finde ich, auch ein ganz großes Problem, dass die Crew teilweise echt sich verabschiedet. Oder ist eine Whalegun? Da müsste man vielleicht mal ein bisschen versuchen aufzupassen. Wobei, gut, wir ballern einfach mal direkt, genau. Einmal die Whalegun zerstören und dann passt das schon. So, was haben wir hier noch? Ein Kingfisher? Zwei Kingfisher, okay. Kein Problem. Naja, das ist halt schön. Wir sind halt richtig, richtig gut wendig. Können ja mit einfacher Geschwindigkeit reingehen und das passt schon. Und wie wir hier uns verabschieden im mit dem Speed ist so cool. Ach, es ist einfach so schön. Macht so viel Spaß. Okay. So. Immer erledigt. Gucken wir mal kurz, was gekostet hat. Natürlich ein bisschen Damage haben wir da auch gefressen. So, und jetzt bin ich gespannt, ob die mit dem Patch ein bisschen was bearbeitet haben. Denn im Normalfall ging es dann immer mal ganz deutlich runter. Weiß nicht, ob ihr die Frames erkennt, ihr glaube ich nicht. Aber wir sind mit 24 Frames, bin ich eigentlich gerade zufrieden. Das hatte ich schlimmer in Erinnerung. Ich drück gleich mal den Speichern-Button hier. Ah, das dauert aber auch ein bisschen länger jetzt. So, und das ging teilweise von den Frames in den einstelligen Bereich. Jetzt sind wir bei um die 28. Das ist, wie ich finde, aktuell noch okay. Aber ich hatte da echt Bereiche drin, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede.
Hier möchte ich ganz gerne auseinandernehmen. Und deswegen verkaufe ich auch nichts mehr, weil ich einfach versuche, das, was wir hier zusammenkriegen, einfach beizubehalten. Dann muss ich weniger looten. Ja, dann, wenn das Ding einmal voll ist, ist es halt einfach voll. So, je mehr Crew natürlich draußen ist, umso krasser wird das echt. Das ist schon echt heftig. Da hilft es auch nicht, wenn wir das Schiff... Oh, doch ein bisschen hilft es manchmal. Wenn wir das Schiff oberflächlich unsichtbar machen. 394, genau. Hauptsache von den Mats geht immer mal ein bisschen was dazu. Und das ist tatsächlich was, was ich anstrengend finde, dass das Geloote dauert halt einfach eh. Aber es ist halt das Problem, dass wir an den Stationen nicht wirklich viel von den wichtigen Sachen finden. Ne? Wenn ich an den Stationen mit meinem Geld, mit meinen Credits, auch Diamanten und alles kaufen könnte und Uran und die ganze Munition für den ganzen Kram, dann wäre das cool, weil dann müsste ich nicht salvagen. Aber ich bin halt in dem Spiel gezwungen, wirklich zu salvagen, weil wir sonst eben nicht alle Mats zusammenkriegen. Das ist auch ein Punkt hier, so diese Felder. Da bin ich... Es ist immer ein bisschen schwierig, weil wir in diesen Feldern natürlich sehr langsam sind. Wenn wir irgendwo was vor uns herschieben, dann wird das zum Problem. Deswegen mag ich diese Felder nicht unbedingt. Oh, ein bisschen. Das können wir natürlich abbauen. Ich habe zumindest da eine Fabrik am Start. Irgendwo ist eine, hier oben. Die Tristahlschmelzerei. Bei dem Rest nochmal offen. Und dann gehen wir mal hier hoch und gucken mal, was hier so rumschwebt. Der Schnellspeichern-Button, was gar nicht mehr so richtig schnell ist. Oh, da steigen mal wieder ein paar Leute aus. Warum auch immer jetzt 15 Leute hier aus unserem Schiff aussteigen. Weiß kein Mensch. Ja, also das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding, was ich bei meinem nächsten Schiffbau mit berücksichtigen würde. Ich würde versuchen, es so zu konzipieren. Hier sind wieder so viele Schiffe, da ist wahrscheinlich wieder nichts... Das ist mir zu langweilig. Würde ich echt versuchen, beim nächsten Schiff irgendwie... Was ist denn das? Das kenne ich ja noch gar nicht. Oh, Uran. Eis. Das ist jetzt einer ab, ja. Aber die das von da unten holen. Ne? Okay, nett. Prozessoren brauchen wir auch schon nicht mehr. Also das nächste Schiff würde ich so konzipieren, dass es durchgängig ist. Meint, dass wir wirklich Gänge in alle Richtungen haben und die Leute nicht über die Luftschleusen permanent raus müssen. Was haben wir hier? Eine Hypersprungbarke. Da ist mal wieder einer ausgestiegen. Ja, aber das ist auch so ein ganz nerviger Punkt. Also ich habe das schon versucht, ein bisschen zu optimieren, aber das ist, passiert halt immer wieder, dass ihr Crew verliert aufgrund solcher Geschichten. Ich möchte ganz gerne ein großes Schiff haben. Wie viel sind das? Das sind wieder 20.000 kleine Schiffe. Naja, gut. Dann machen wir die halt mit Blatt, aber wir salvagen den Kram dann einfach nicht, sondern lassen das dann liegen. Aber was die Performance angeht, war das wohl mal noch schlimmer. Es gab wohl eine Zeit, wenn ihr zwei, drei Missionen gemacht habt in einem Gebiet, dass da wirklich gar nichts mehr ging. Das hat sich ja mittlerweile echt verbessert. Das ist ja wirklich Kleinkram hier. Da machen wir jetzt gar keinen Kopf drum. Da lassen wir ihn einfach mal drin rumrödeln. So. Gut. Alleine. Ja, das ist eigentlich so das Fahrlässigste, was man überhaupt machen kann. Man hier irgendwie in einfacher Geschwindigkeit einfach so ein bisschen rumrödelt, wie ich das mache. Das ist eigentlich nicht wirklich eine clevere Entscheidung. Weil dadurch sind wir halt wirklich von allen möglichen Ecken anfällig.
Aber wir haben nicht viel Schaden genommen, von daher ist alles wieder schick. Da jetzt rein. Oh, da ist ein Executor. Okay, der hat... Das ist so einer, wie wir am vorhin schon hatten. Den würde ich natürlich gleich wieder angehen und würde ich versuchen, das da wegzuknallen. Das versucht man natürlich von der Seite so, dass man mit allen Sachen rankommt. Das wäre jetzt hier mein Ziel. Er hat auch zwei Wheelguns und die können natürlich gut Schaden machen. Plus die Ionenstrahle mit. Und hier ist das Ziel und das ist der Punkt gewesen, warum ich das Schiff so schnell haben wollte, dass ich versuchen kann, den Kollegen auszumanövrieren. Ne? So, die Wheelguns sind schon mal durch. Typ da forever alone. Naja, das ist halt wie es ist, ne? Weil ist schon ganz schön flott, ne? Da komme ich ganz hinterher. Oder wir müssen versuchen, ihm die Triebwerke hier irgendwie wegzuballern. Oder ist eins auf alle Fälle durch? Ist da vielleicht noch? Je langsamer er ist, umso einfacher fällt es uns. Naja. Ich glaube, wenn ich einfach ein bisschen schneller mache, kriegt er das auch hin. Lassen wir ihn einfach mal ein bisschen rumlasern. Gut ist er. Hat uns jetzt nicht wirklich viel Mats gekostet. Passt schon. So, jetzt ist natürlich die Frage, fange ich jetzt hier an? Nee, ich glaube, wir machen einfach ein bisschen Action noch heute. So schade das ist um das ganze Zeug, aber... Ja, und ihr seht, ne, 82 Meter pro Sekunde ist ein ganz guter Speed für ein Schiff, was wirklich in der Größe sich bewegt. Na, jetzt hängt er gerade mit den Frames. Der Kollege schwitzt. Ich hätte ganz gern wirklich noch so ein 18er Schiff. Oder so zwei oder drei davon. So einer guten Kombination, das wäre jetzt noch so mein Traumzustand. Hier sind zwei Schiffe, das sieht schon mal ganz nett aus. Könnte mir vorstellen, dass da vielleicht eins dabei ist, was ein bisschen größer ist. Oder gar beide. Da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtiger agieren. So. Okay, das ist kein Problem. Muss man eigentlich bloß einmal durch die Schilder durch. Da hat es einen zersenzt. Oh, zersenzt! Er hat Sens gesagt. Oh, was der zweite Kollege kann. Das ist wieder eine Executor. Also auch eigentlich wieder kein Thema, ne? Wir können gucken, dass wir die Wayguns kaputt kriegen. Ich würde gleich versuchen, mich ein bisschen abzudrehen. Bevor der erst anfängt, großartig sich uns zu nähern. Das ist ja die Frage, ne? Macht man die Waffensysteme kaputt oder geht man da am besten ran? Noch versuchen. Das ist schon ein ganz guter Punkt. Ne? Hier kommt man schon ganz gut ran, denke ich. Durch. Das ist schon ganz krass, wie sich die Dinger da durchphrasen. Das ist auch noch ein Bösewicht. Aufpassen, wenn der uns hier zu nahe kommt. Wenn das Ding hier ist, nicht wirklich mehr eine Gefahr. Ne? Das ist schon eigentlich erledigt, das Thema. Das ist auch durch.
Und dann haben wir noch den letzten Energiekern. Okay, sehr schön. Wieder eine Mission durch. So, und dann haben wir einen hier noch. Na, wo will er hin? Ja, sie scheinen mir nicht zu dieser Mission zu gehören. Das heißt, es ist vielleicht nochmal spannend, wenn wir uns so einem dann vielleicht nähern. Ich drücke mal den Speichern-Button und hoffe, dass uns das jetzt nicht zum Verhängnis wird. Ah, ist halt auch so ein Punkt, ne? Wenn das Speichern halt immer so lange dauert. Oh, das ist ein 18er. Das ist, ja genau, das ist ein richtig böses Schiff. Hier haben wir jetzt natürlich Glück, dass wir den richtig schön von der Seite erwischen, denn der zerfrisst einen. Das ist ein Ding, also mit dem, den hätte ich mich gerne mal frei angelegt, aber wir nehmen den natürlich trotzdem einfach so mit. So haben wir ein bisschen einen gewissen Vorteil. Ihr seht, durch die ganzen Schubdüsen ist das Ding halt echt strange drauf. Ne? Und genau, Maschinenraum wäre jetzt mein erster Ansatzpunkt. Dem einfach alles wegzuhacken. Oh, das sind zwei von der Sorte. Das ist natürlich ein Glückszustand, dass wir die so erwischen, dass die sich gegenseitig kaputt hauen wollen gerade. Ich habe Respekt. Der fängt nämlich jetzt an, schon an uns rum zu lasern. Und der ist halt echt so schnell, dass wir dem nicht wirklich entkommen können. Das heißt, den kriegt man nur kaputt, wenn man versucht, sich permanent von dem abzudrehen. Das könnte sein, dass der uns hier gleich durch die Ecke da durchlasert. So, da geht das nächste schon los. Auf der Rückseite haben wir nicht wirklich viel Schutz. Also wir haben jetzt gerade echt mit beiden Schiffen hier zu kämpfen. Und die scheinen sich auch beide auf uns jetzt fokussiert zu haben. Das heißt, es war vielleicht jetzt nicht die cleverste Idee, so an den Rand zu gehen. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Das ist auf alle Fälle mal eine Nummer hier, die ein bisschen spannender ist. Das ist Fakt. So, er frisst sich jetzt in den fest, der frisst sich in den nächsten fest. Das ist für uns natürlich jetzt richtig, richtig glücklich. Denn wenn die beiden aufeinander losgehen, dann heißt das für uns definitiv, dass wir da gut was reißen können. So, die Wayguns, die ballern. Schießen da einmal durch, genau. Die andere Seite gleich noch mitnehmen. Okay, und jetzt will ich mich eigentlich eher dem anderen zuwenden. Die sollen sich gegenseitig mal wegballern. Denn wenn der ausmanövriert ist, wenn die Triebwerke weg sind, dann können wir ihn gut ausmanövrieren, dann interessieren uns die Waffensysteme nicht mehr. Ja, dann ist es clever, wenn wir einfach auf den anderen schauen. Und gucken, dass wir da das Beste rausholen. Dann noch zwei Schiffe da unten. Nicht so einfach, ne? Ja, näher bleiben. Wenn wir einmal schon die Chance haben, dann machen wir es hier richtig. Ja, auch hier droppen jetzt natürlich die Frames gleich mal wieder richtig ordentlich in den Keller. Jetzt einer. Gut. Schiff oder noch den da. Ist natürlich nicht mehr wieder zu hier. Komm, Freundchen, müssen wir nicht. Wir können ruhig dranbleiben. Okay, Thema erledigt. Alles kaputt. Hier wäre es natürlich ein bisschen schade, wenn wir das nicht alles mitnehmen würden. Deswegen wäre ich hier 57. Also wir haben echt kaum Schaden gefressen. Frage ist, aber wir machen es einfach. Wir gehen hier nochmal drauf.
Ich schalte nochmal auf Speed und dann soll der hier mal wenigstens den Kram versuchen zu salvagen. Also das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob die im letzten Patch nochmal das eine oder andere angepasst hatten. Ich hatte gesehen, dass der Flak-Schaden nochmal erhöht wurde. Aber wir haben keine Flaks drin, deswegen betrifft uns das eigentlich nicht. Ansonsten jo, ist es halt wie es ist, ne? Aber wir beschweren uns nicht. Wenn wir gut durchkommen, ist es natürlich eine schöne Sache. Aber wir haben bisher ja natürlich jetzt hier auch nicht mit Schiffen direkt 1:1 konfrontiert gekämpft, sondern wir haben... Was? Nee, es dauert mir zu lange. Ich würde mal gucken, dass wir hier vielleicht das, was hier in... Genau, hier liegt, dass wir das mitnehmen. Und die ganzen Mats, die wir nicht erst abbauen müssen. Vielleicht bräuchte man dann noch ein krasseres Abbauschiff, dass das schneller geht. Okay. So. Oh, haben wir das? So, dann wieder einmal speichern. Und dann gib mir bitte jetzt nochmal einen richtig schönen, dicken, fetten Brocken. Da hätte ich echt Bock drauf, auch wenn hier natürlich jetzt gerade dieses Minenfeld ist. Aber den können wir vielleicht rauskiten. Inne da, der patrouilliert so. Halt, ne? Mal gucken. Wenn wir den hier irgendwie angezogen kriegen, scheint es vielleicht zu klappen. So, das ist auch wieder so einer. Genau, jetzt wird's spannend. Denn der ist, wie schon eben erwähnt, sehr schnell. Und der fährt sich jetzt gerade hier fest. Und ich will diesen Effekt mal mit euch durchspielen, was passiert, wenn der... Genau, ihr seht das schon, ne? Der kriegt selbst mit dem Ding, kriegt der uns noch fast ein. Das ist echt Wahnsinn. So, und jetzt versuchen wir den kriege ich... Also wenn ihr ohne... Den habe ich gehabt ganz am Anfang, den Kollegen. Und ohne diesen ganzen... Triebwärtskram, den ich hier seitlich und so hatte, habe ich es nicht geschafft, den auszumanövrieren und war immer Gemüse, weil das so einen verdammten Schaden macht hier vorne. Und man kommt aber durch diese ganzen Teile auch nicht wirklich gut rein. Also klar, man kann natürlich frontal versuchen, den Kram kaputt zu schießen, aber der hat halt so viele von diesen Ionenstrahlemittern, dass der einen wirklich auseinander nimmt. Deswegen, das ist schon echt eine harte Sache mit dem Kollegen gewesen. Da habe ich mich echt schwer getan. Hier haben wir natürlich wieder das, den Asteroiden, der uns ein bisschen Beistand leistet aktuell. Wir können es versuchen, nochmal ein bisschen zu drehen. Dass hoffentlich die Wayguns genau reinballern können. Das wäre noch echt nett. Ja, und ansonsten fressen wir uns jetzt halt Stück für Stück hier durch. Ne? Der Idealzustand wäre halt wirklich, dass wir versuchen, hinter ihn zu kommen. Das ist aber halt eben nicht immer möglich. Aber ich nehme halt das, was ich kriegen kann. Ne? Denn die Deckkanonen an sich, die machen halt einfach zu wenig Schaden. Hier sind wir gleich durch die erste Ecke. Das ist echt gut. Da ist er. Da ist es einmal futsch. Oder legen wir gleich mit der zweiten Ecke weiter. Auch da kommen wir ganz gut ran. Also unsere Strahlen, ne, das läuft schon hier. Einmal von der Seite, einmal von hier hinten, alles nochmal zusammengebündelt. Müssen gucken, wo der andere sich aufhält. Das zieht sich jetzt hin. Wir machen einfach mal noch ein bisschen schneller. Okay.
Hier würde ich mich jetzt genau andersrum drehen. Versuchen jetzt die andere Seite abzufeuern. Genau dasselbe Spiel, nur umgekehrt. Passiert gerade gar nichts mehr. Er hat, glaube ich, schon aufgegeben hier drin. Also das muss ich sagen, die Rayguns, so schön die auch sind, die haben halt einen ganz entscheidenden Nachteil. Man muss halt echt exakt ausgerichtet sein, sonst feuern die einfach nicht. Und wenn da viel Stuff ist, dann machen die echt Probleme. Aber okay. So. Schiff ist kaputt. Unseres ist ganz, hat so gut wie gar keinen Schaden genommen. Bin mal gespannt, ob wir den zweiten genauso schön kaputt kriegen. Oder wir versuchen uns mal hier drüben erstmal an den Ziel. Das ist, glaube ich, Santa. Na. Ne, und das ist der Punkt. Da ist, sind wir wirklich schon ein bisschen... ein Schiff? Okay. Ich würde sagen, den nehmen wir noch mit und dann denke ich, Mission Kosmotier erfolgreich. Kommt, gebt uns jetzt nochmal einen richtig dicken Brocken. Hm, wir könnten die Basis noch machen da oben. Oh! Ja moin! Genau da ist er, der richtig dicke Brocken. Okay, das wird spannend. Das wird richtig, richtig spannend. Das ist nämlich dieses Nuklearraketenmonster, von dem ich schon einiges gehört habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir lassen uns einmal überraschen, was der mit uns macht. Ich versuche den trotzdem auszumanövrieren und gleich taktisch zu kämpfen. Aber ich vermute, dass der uns einfach zerballern wird. Sobald er seine Nukes raushaut, ist, glaube ich, für uns das nicht mehr so witzig. Wenn er die Nukes nicht rauskriegt, könnte das ein simples Spiel werden. Aber der ist halt schnell, ne? Ein bisschen schneller ran. Ich habe schon Respekt, ne? Sobald die Nukes fliegen, sind wir wahrscheinlich echt in einem Bereich, wo es problematisch wird. Und der ist halt auch schnell, ne? Na gut, aber wenn wir mit der nötigen Geschwindigkeit gut von ihm uns fernhalten können, bin ich jetzt auch nicht so böse drum. Dann haben wir ja eigentlich kein allzu arges Problem. So, dass die erste Ecke schon mal durch. Hat er da eigentlich keinen Saft mehr, ne? Aber die Nukes sind halt tatsächlich noch drin. Aber das ist halt, ne? Ich meine, warum sollte ich das jetzt riskieren, an den Rand zu gehen? Das wäre halt totaler Blödsinn. Höchste halt, wenn wir rangehen, dann sind wir auf alle Fälle, ist das Thema gegessen. Das ist ganz neutral. Wir können es auch mal probieren, dass wir einfach hier hinten in der Mitte durchschießen. Das kriegen auch die Wayguns hin. Das dauert halt. Wir dürfen halt bloß kein zweites Schiff kriegen. Ah, da fliegen die ganzen normalen Raketen. Die fliegen von hinten immer raus, die prallen aber bei uns wunderhübsch ab. Oder werden halt abgefangen von den Verteidigungssystemen. Aber wir probieren es doch nochmal da. Gehen aber noch eine kleine Ecke näher ran. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir uns ranwagen können, bis die Nukes fliegen. Okay. Wieder ein Stück weg. Ja.
Hier ist ja schon kein Saft mehr drauf, oder? Der bewegt sich einfach nur in die Richtung. Lag! Na, kommt. Das kann ja nun nicht mehr so schwer sein. Er hat uns jetzt hier mitten in den Friedhof geschoben. Und da ist er kaputt. Und da hat er die Nukes nochmal rausgeballert. Nicht schlecht. Und guckt euch das mal an, was das kostet. Eine Hälfte von unserem Schiff kaputt. Oh, 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 oh. Und da hat's gebrannt. Ah, da wird's gleich nochmal richtig teuer. Aber wir können uns das leisten. Das ist glücklicherweise nicht das Problem. Wir müssen trotzdem... Naja, wir machen hier einfach alles wieder ganz und dann passt das schon. Ich hoffe, dass die Mats reichen. Also, so schnell kann's passieren. Ich denke, hätten wir uns dem von Anhieb gleich genähert, dann wäre das richtig, richtig böse geworden. Ich mache mal Folgendes. Wir speichern mal. Und wir speichern das als Let's Play. Und wir laden den Spielstand nochmal und lassen uns mal... Gehen mal auf Tuchfühlung mit dem Ding. Denn ich glaube, er ist... unter normalen Umständen... richtig, richtig böse. Denn was ich bisher so gesehen habe, ist das so der Endgegner. So. Und da wäre mein Plan, dass wir wirklich komplett rangehen. Mal gucken, was passiert, wenn wir wirklich versuchen, Konfrontation zu gehen mit dem Teil. Dann sind wir nämlich schneller kaputt, als wir gucken können. Ich kriege mir ihn aber auch einmal komplett zerschrotet. Das wäre mal spannend. Wirklich, wirklich in Zeitlupe. Da fliegen die Nukes. Und die scheppern richtig rein. Da knallt's auf der Seite. Also klar, hier vorne die Deckkanonen, das ganze Konstrukt ist natürlich einmal komplett durch. Und der muss sich hier natürlich durchfressen. Und sobald die Dinger wieder geladen sind, dann geht es hier wieder richtig, richtig ab. Aber ich finde es spannend, dass wir tatsächlich so eine Salve einmal zumindest überleben. Einmal komplett alles. So, da gehen die Körper schon wieder raus. Diese hinten ist natürlich auch ein Stück, ne? Ob das wirklich clever ist, den so anzugehen, ist natürlich eine Frage. Hm. Ah, das ist die 2, ne? Die 2 soll hier drüben reingehen. Ah, da gehen die Nukes gleich als wieder raus. Ballert's. Ja, eine einzelne kriegen wir gut weg, aber wenn die jetzt hier so in der Form einschlagen... wird sich aber auf eine Seite, ne? Das ist schon krass. Ja, da sind die Wayguns dran. So, hier hat es jetzt einmal im Reaktor gerungst. So, da ist jetzt auch das Teil weg. Ne? Einmal komplett abgeschottet. Damit haben wir
sozusagen. Wir haben noch eine Raygun, wir haben da drüben noch die Deckkanonen und die den Ionenstrahltransmitter, / Prisma. Aber damit war es das auch schon. Also eine Seite ist da weg. Also ist ein Fight, wo man sagen muss, ist aber auch wirklich dumm rangegangen. Ist schon echt nochmal eine andere Nummer. Und der baut ja neue Nukes nach, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das Kindergeburtstag ist. Aber mit Ausmanövrieren, ihr habt es gesehen, ne? Klappt das ganz gut. Ich würde es dabei auch mal stehen lassen. Ich würde sagen, Endgame, check. Und ja, verabschiede mich von euch mit Kosmotier, zumindest vorübergehend. Ich weiß noch nicht, vielleicht kommt mal irgendwann noch mal was, je nachdem, was die Patchnotes sagen. Die haben ja noch ein bisschen was so im Petto. Ich könnte mir vorstellen, das ganze Ding noch mal irgendwann in einem höheren Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Vielleicht mit anderen Schiffsentwürfen und wesentlich mehr Know-how. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, lohnt sich denn das Spiel? Den kann ich sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich gucke mal kurz auf meine Playtime. Die liegt bei 41,4 Stunden. Das heißt, für einen Titel, der... Keine Ahnung, was das gekostet hat. Muss ich glatt mal in den Shop gucken. Ich habe es ja schon gekauft, von daher sehe ich es. Doch, ich sehe es. 20 Euro kostet. Ist das ein fairer Deal? Also kann man auf jeden Fall unterstützen, so eine Sache. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Projekt. Bis dann. Tschüss.